Das Wichtigste beim Skispringen ist das Material. Und ohne Materialprüfung geht gar nichts. Es braucht eine Plombe. Morgen Martin Koch, servus. Morgen. Wir sind in Vikersund, wieder mal beim Skifliegen, endlich. Wirst du sicherlich sagen, denn du gehörst zu einer Handvoll Leute, das sind die besten Skiflieger der Welt. Was ist der Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen? Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist so wie Fallschirmspringen und Basejumpen. Es ist im Prinzip das Gleiche, aber es kommt eine besondere Würze dazu. Man ist ein bisschen schneller, man fliegt ein bisschen weiter, die Luftkräfte sind ganz andere. Und wie man heuer gesehen hat, man muss einfach viel sauberer und viel mehr mit Herz springen. Muss man auch mit mehr Mut springen? Teilweise ja. Also man muss sich hundertprozentig sicher sein, bevor man wegfährt, was man tut, weil sonst spuckt es dann sehr schnell aus. Du bist einer, wie schon gesagt, von wenigen, die dieses gewisse Fluggefühl haben. Was macht das aus? Kann man das sich erarbeiten? Der Robert ist einer, der Slowene, der Schlieri ist einer. Wie bekommt man Fluggefühl? Ich denke, bis zu einem gewissen Teil muss man das mitgegeben haben. So wie manche Springer einfach eine sensationelle Sprungkraft haben und auf der kleinen Chance besser sein, haben andere ein bisschen ein Fluggefühl. Lernen kann man es dadurch, dass man einfach das Spiel mit der Luft optimiert. Dass man schaut, dass man eine perfekte Form in der Luft macht, wie ein Flugzeug, und probiert, jede Gegebenheit oder jeden Wind, der in der Luft kommt, aufzunehmen und daraus was zu machen. Jetzt ist man vor der Saison ein bisschen davon ausgegangen, dass dieser neue Anzug, der ein bisschen weniger Fläche hat, den Fliegertypen eher nicht so gut reinläuft. Ist das so? Ich sehe es eher umgekehrt. Ich sehe, dass der neue Anzug den Fliegertypen eher reinspielt. Man muss viel sauberer springen als die letzten Jahre. Das hat man im Training gesehen. Ich habe einen Fehler gemacht und war 120 Meter. Also jeder Fehler wird brutalst bestraft. Aber wenn man gut springt, wenn man sauber springt, dann kann man sich mit den neuen Anzügen sogar absetzen. Und gestern haben wir das Training und die Quali gesehen. Warst du zufrieden mit deinem Ergebnis? Mit dem Ergebnis halbwegs, mit den Sprüngen noch nicht gar so. Hast du noch Potenzial? Denkst du, dass du noch dann arbeiten kannst heute und morgen? Auf alle Fälle. Also ich muss wirklich noch viel sauberer springen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss wirklich gute Sprünge zeigen, um mithalten zu können. Aber dann, denke ich, kann ich vorne mitmischen. Gute Sprünge zeigen. Wo sind die Details, die du noch besser machen musst im Vergleich zu gestern? Bei mir ist es einfach der Übergang vom Tisch in die Flugphase. Da muss man wirklich sehr sauber springen. Man darf nichts gegen den Ski machen, nichts gegen die Luft machen. Man muss die Höhe und die Geschwindigkeit mitnehmen und die Kombination zu schaffen. Für das muss man einfach sehr gut springen. Gestern ging es bis 227,5 Meter. Glaubst du, dass heute mehr möglich ist? Möglicherweise sogar die ominösen 250 Meter? Sehr schwer. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Ich denke, die Jury hat da eine verantwortungsvolle Aufgabe, dass man nicht zu viel Anlauf gibt, weil es kann sehr schnell sehr weit gehen und es kann dann sehr schnell sehr wehtun. Aber ich denke, wenn die Bedingungen passen und wenn ein bisschen Luft da ist, wenn die Sprünge gut sind, dann kann man sich langsam herantasten und wer weiß, vielleicht ist auch der Weltrekord möglich. Alles klar. Viel Erfolg, Martin, hier in Vikersund. Alles Gute. Dankeschön.